Salasasas, lol. Und damit willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Pikachu. Wir sind im letzten Part auf ein fettes Relaxo gestoßen und haben es gefangen. Und das ist nice. Na sowas, du hast meinen geheimen Unterschlupf gefunden. Bitte erzähle niemandem davon, dann bekommst du auch was von mir. TM 14 fliegen. Tja, damals VM, jetzt TM. Lul. Hau rein. Danke dafür. Wir bringen es sofort unserem wunderbaren Glurak bei. Okay. Und da ist die Frage, was hat Fliegen für eine Stärke? Damals war es 95, jetzt wird es 90 sein. Ja, 90. Und, ah, ich wollte gerade sagen, er kann das nicht erlernen. Bitte, ich, Junge. Mach mal jetzt keine Harakets. So, Flügelschlag kommt dafür weg, würde ich sagen, oder? Wobei, ich weiß halt nicht. Ja, doch, weg damit. Weg damit! Ich denke, dass Glurak ja auch von der Initiative her relativ gut dasteht, ja. Wir können mal kurz gucken. Aber, je. Was macht denn die Init? 108, das ist in Ordnung. Das ist meistens eine Erschlagsgarantie, also macht das Fliegen da auch Sinn. So, ganz kurz, ich würde die Gunst der Stunde nutzen, um mal wieder einige Abonnenten zu benennen. Und von daher gesehen würde ich sagen, yo. Name ändern. Da weiß ich jetzt aber gerade nicht, ob ich ihn schon mal benannt habe, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es nicht der Fall war. Deswegen, Relaxo geht an cooler Typ. Zwei, drei Abonnenten benennen wir jetzt noch und dann würde ich sagen, geht dann auch gleich wieder die Reise weiter. So, die Abonnenten wurden hier auch schon bei Chanera benannt, wie man sehen kann. Ja, voll geil. Deswegen ist jetzt Radikal dran. So, Name ändern und da würde ich sagen... Neon. Habe ich Neon-Fan schon mal benannt? Ich glaube auch nicht, deswegen wird er jetzt auch kurz hier sein... Größten Auftritt kriegen, ja. Bruder. Nicht Nen-Fan, Neon-Fan, Bruder. Dankeschön. Der geht raus an dich. Thanks for Kommentare schreiben und for showing vor diesem Let's Play, danke. Und ansonsten, ja, komm, Dodo noch benennen. Und zwar nach, nach Munib. Oder wie er halt auf YouTube heißt, Infernos. Oder so in der Art. Ich kann mir diesen Namen nie ganz merken, weil er sich irgendwie im manchmal Ninja Player nennt. Ninja Player Yi. Infernos. Und ja, okay. Wir machen weiter mit der Route hier. Also mit dem Radweg jetzt besser gesagt, denn im letzten Part sind wir ja quasi hier gewesen, haben das Relaxo geklatscht und... Ja. Hast du was für mich? Danke für die Himbeere, vielen Dank. So, alles klar. Dann werden wir jetzt den Radweg nehmen und... Vielleicht heute, wenn es nicht zu viele Trainerkämpfe gibt, nach Fuxania City kommen. Mal gucken, ob es klappt. Let's go. Pokémon-Weg. Viel Spaß beim Spazierengehen. Wie? Warte mal, es gibt ja gar... Gibt es überhaupt noch... Was mit dem Fahrrad? Gibt es in diesem Spiel kein Fahrrad mehr? Vielleicht jetzt? Mal gucken. Hallo, erinnerst du dich an mich? Ich bin's, Professor Eichs Assistent. Ich soll dir von Professor einige Hyperbälle überreichen, wenn du in deinem Pokédex mindestens 40 verschiedene Arten von Pokémon registriert hast. Also, Redums Kai, hast du etwa mehr als 40 unterschiedliche Pokémon, gecatcht? Amenakoi? Ja, ja, okay, cool. Ja. Du hast also 58 verschiedene Pokémon-Arten gecatcht. Einfach, Supernatural. Hier hast du das Red nicht verdient. 30 Hyperbälle, dankeschön. Mit einem Hyperball lassen sich Pokémon viel leichter catchen. Das ist so ziemlich der beste Pokéball von Fangrate her. Es sei denn, die Silph Company entwickelt gerade einen neuen. Du wirst einen Blick durch das Fernglas. In der Ferne erstreckt sich ein langer Weg über das Wasser. Und, hier
erblicke ich das Prismania Einkaufscenter. Was keinen Sinn macht, weil das Einkaufscenter rechts von mir ist und nicht hier. Bruder, was ist los bei dir? Ich gehe mit einem Freund zum Pokémon-Weg, um Pokémon zu beobachten. Ja, das ist cool. Ich habe auf dem Pokémon-Weg entdeckt mit meiner Freundin, ja? Ach, Bruder. Junge Liebe. Ist es nicht unglaublich? Ist es nicht wunderschön? Der Pokémon-Weg ist eine abschüssige Küstenstraße. Unternimm dort doch einen Spaziergang mit deinen schönen Pokémon. Es gibt fliegende Pokémon, die ihren Trainer auf dem Rücken tragen können. Am allerbesten funzt das auf dem Pokémon-Weg. Da können sie nämlich höher fliegen als nirgendwo sonst. Stimmt! Und das machen wir jetzt auch. Ich wurde schon vor einigen Parts dazu bezichtigt. Ja, jetzt hol doch mal hier deine Flug-Pokémon raus. Zeig doch mal andere Möglichkeiten. Gut, das ist jetzt hier nicht möglich, aber auf dem Pokémon-Weg sollten wir dann auf Glurak fliegen können. Oder? Ja, so sieht's aus. Lol, wir können sogar hier rüber fliegen. Ja, moin! Es scheint das blaue Lüftchen zu gewesen. Naja, es geht nur mit Pokéball, mein Freund. Vorsicht, das war knapp. Pokéfreak hätte beinahe das Gleichgewicht verloren. Ja, hör auf, Alkohol zu trinken! Okay, also das Ding ist, ich habe gehört, wenn man... Wir können jetzt hier alles überfliegen, Mann, lol. Okay, man braucht kein Fahrrad mehr, Brudingos. Ich meine, guckt euch das hier doch mal an. Alter, ist das ein langer Weg hier. Brudinius. Scharnera! Ja, moin! Moment. Wir müssen absteigen. Also, moin. Ein Scharnera, Bruts. Was geht? Level 38 sogar. Boah, Junge, wird das schwer, das Pokémon zu fangen. Aber ich denke mal, mit den Hyperbällen sollte es eigentlich ein leichtes sein, ja? Und dafür schmeißen auch kurz eine Himbeere raus. Lecker. Und... Nein, hör doch mal auf, Junge. Ich meine, warum raste ich jetzt wegen dem Scharnera aus? Ich habe doch schon drei von denen, aber... Nun denn. Ich meine, das wird eh ausreißen, aber... Ist das dein Ernst? Das hier absolut gar nicht funktioniert, Junge. Es funzt nicht. Ich kann nicht nach rechts werfen. Es geht nicht. Oder nach links. Es geht nicht. Es ist so ein Dreckspiel. Es funzt nicht. Es ist so ein schlechtes Spiel, Alter. Es funzt nicht. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Muss ich den Joy-Con neigen und dann in die Richtung werfen? Ey, das... Keine Ahnung. Ach, Junge. So ein Dreckspiel, Alter. Ohne Witz. Nun denn, leckere Level-Ups. Das Ding ist halt, wenn ich auf dem Glurak reite... Und ein Ponyta, ja moin. So, da sollte ein Superball eigentlich reichen, deswegen... Ja. Das Ding ist hier, wenn du auf einem Flug-Pokémon reitest... Kannst du auch quasi gegen verschiedene Flug-Pokémon kämpfen. Das heißt, es ist quasi eine Art neues Areal. Ja, also du kannst ja quasi Flug-Pokémon in der Luft entdecken und gegen die kannst du dann auch kämpfen. Und ich meine gehört zu haben, dass man sogar die legendären Luft- und die legendären Flug-Pokémon, die legendären Vögel-Pokémon in der Luft antreffen kann. Random. Ob das auch vor der Pokémon-Liga passiert oder erst später, finden wir es bald raus. So, Ponyta Boots. Ja, cool. Aber ich würde an sich sagen, wir fangen erstmal oben an. Bevor wir jetzt irgendwas anderes tun und gegen Trainer kämpfen. Deswegen aus dem Pokéball holen und dann fliegen wir wieder nach oben. Das Ding ist halt leider, ich glaube, wir können hier keine Trainer oder so ansprechen, ne? Nee. Das geht leider nicht. Finde ich schade. Naja, die können es auch gar nicht sehen. Wir sind zu hoch für die. Okay, dann lassen wir uns fallen. Tut mir leid.
aber was muss, das muss. Seid ihr bereit für die ganzen Trainerkämpfe hier auf der Route? Boah, wird das sich strecken. Von hinten kannst du das... Route 16 verbindet Prismania City mit Fuxania City. Mhm. Das ist aber ein tolles Pokémon, das da auf deinem Nacken sitzt. Lass mich es mal vom Nahen sehen, ja, ja. Ich dachte kurz, es meint mein Glurak oder so. Das da auf mir sitzt. Das wär sehr schmerzhaft. Lul. So, Anton. Ist ja vom Typ Psycho, nehme ich jetzt mal an, ne? Oder nicht? Ich mache mal einen Psy-Strahl drauf. Ja, es war nicht vom Typ Psycho. Aber egal. Dementsprechend hat uns der Psy-Strahl auch weitergebracht und den Rest beenden wir mit Nachtnebel. Mhm. 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 Und noch ein Anton, okay. Aber ich sag mal so, es wäre auch cool, wenn Kadabra so langsam mal Psychokinese lernt, ne? Ist es nicht sogar so, dass vorentwickelte Pokémon, also Pokémon, die noch nicht die vollständige Entwicklungsstufe erreicht haben, schneller bessere Attacken lernen als die entwickelten Pokémon? Ja. Oh, sein Fell glänzt so schön, ja. Das ist sehr freundlich von dir, dankeschön. Okay, fast den Pokéball übersehen. Aber auch nur fast. Ja, ein super Trank ist doch Gönjamin. Lecker. Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, damals war das hier ab dem Punkt der Radweg. Und du bist halt konstant mit dem Fahrrad runtergefahren und durftest nicht absteigen. Na, wie war's mit dem Pokémon-Kampf, hä? Ja, ich denke, dass das Aquana dir vielleicht dabei helfen tut, ne? Du Schwein. Picknickerin Yvette mit ihrem Aquana, ja. Da ist jetzt die Frage. Kann es auch Biss oder Knirscher oder so eine Scheiße, ey? Ich bitte nicht. Ich hoffe, er setzt nur spezielle Attacken ein, dann hätte Katarapa nämlich noch irgendwie eine Chance. Oh Gott, hält... Ach du Scheiße, hält Aquana viel aus. Dennoch sollte doch vielleicht... Ach, Junge. Ja, der nächste sollte sitzen. Also ich sag mal so, selbst wenn er jetzt einen Ruckzuck-Hit macht, wir sind schneller. Er hätte trotzdem getroffen, aber wir sind trotzdem schneller und... Ja. Früher oder später hätten wir ihn geklatscht. Lecker. Mhm. Ah! Schrei doch nicht so. Hier wollen ein paar Leute schlafen, Mensch. Du dummes Schwein. Noch ein super Trank. Oh, ich sag euch, wir werden locker zwei Parts brauchen, um hier durchzukommen. Oh Gott, ey. Ach, guck mal an. Hier sind nur diese Evoli-Trainer, oder was? Die jetzt mit ihren ganzen Blitzers und Aquanas und Flamaras kommen. Ja, wisst ihr was? Da machen wir es uns jetzt einfach und gehen auf Nidoking Boots. Denn Boden ist sowohl auf Elektro effektiv, als auch auf Feuer. Und dann machen wir es uns halt extrem einfach, ne? Heilen noch ganz kurz den guten Kadabra auf. Mhm. Und let's go. Was für ein süßes Kind du doch bist. Genauso niedlich wie mein Pokémon. Ah. Ist das eine Beleidigung? Willst du mich quasi so darstellen, als wäre ich ein Blitzer? Meinst du das jetzt ernst? Ist das dein Ernst jetzt? Ich sehe nicht so gelb aus. Sehe ich so aus wie die Simpsons oder wie SpongeBob, Junge? Hör mal auf, mich zu beleidigen, du Sau. So, das Ding ist, selbst Blitzer kann hier nichts unternehmen. Also mit seinen Elektroattacken würde er niemals treffen. Das heißt, er hat quasi keine andere Wahl, als hier mit Ruckzuckhieb anzugreifen. Das war's, geliebter Bruder. Da habe ich mich wohl ablenken lassen. Da hast du dich wohl sehr verausgabt, du Drecksau. Und hier ist der Flamara-Trainer.
Zeig mal deine Pokémon her. Na los, komm schon. Stimmt, ich habe jetzt gerade kein Pokémon hier draußen, ne? Dabei ist es doch der Pokémon-Weg und ich habe kein Pokémon dabei. Aber das ist sehr traurig. Ich entschuldige mich für diese Unannehmlichkeiten, aber was soll ich tun? Ich habe keinen Bock darauf, einen Glurak mitzunehmen, das ist mir dann irgendwie, keine Ahnung, die Pokémon-Kämpfe und die Pokémon-Fänge verwehrt. Das ist krass, wie der Schaufler wirkt, Alter. Da merkt man, der Step ist am Start. Und ich will gar nicht wissen, wie krass ein Erdbeben wird. Jetzt bin ich zufrieden. Sag mal, kann man eigentlich bei Doppelkämpfen so Ultimate sein? Und, naja, wobei, Glurak würde jetzt nicht sterben, aber... Na gut, vergess meine Frage. Es ging mir halt nur darum, ob ich irgendwie Ultimate sein kann und mit Nidoking zum Beispiel und Glurak kämpfe, Erdbeben einsetze und Glurak würde sterben. Aber das passiert nicht, weil er vom Typ Flug ist. Da hängt ein Hinweis. Halte die Augen offen nach weggeworfenen Items. Ja, ja. Tauboga ist am Start. Hier sind auch Items. Oh Gott, da ist ein Galopper. Sag mal, wie selten ist das denn? Ja, Lul, kommen Sie heran. Die Pokémon werden langsam zu groß für den Bildschirm, Alter. Bruder, diese Zoom-Ins tun mir schon langsam in den Augen weh. Okay. Ahabala! Kommen Sie herein. Selbst mit einem Hyperball. Ja. Wie selten sind hier bitte Kalle Galoppas? Ich könnte es auf PokéWiki nachschauen, aber ich bin zu faul. 1200 MP, Alter. Und jetzt baut hier mal Fangserien auf. Und fangt dann noch riesige Porettas, Galoppas und Winzige und so. Boah, da macht er übelst Erfahrungspunkte-Boost. Heftig, wie viele EP man hier bekommt. Es galoppiert für sein Leben gern. Entdeckt es etwas, das schneller ist als es selbst, nimmt es blitzschnell die Verfolgung auf. Wie kann man nur so aggressiv am Bienen sein, Alter? Oh, da ist ein Chillock. Da müssen wir auswechseln. Und zwar auf Pikachu Boots. Aber ich denke, das wären dann soweit alle Pokémon, die man hier auf der Route soweit fangen kann. Es gibt kein niedlicheres Pokémon als meins. Bist du bereit, dich dieser Tatsache zu stellen? Naja, du hast einen Chillock, das ist zwar ganz cool und so. Aber... Oh, er ist sogar ein Ass-Trainer. Ui. Na denn. Und das Ding ist sogar, die Trainer hier, die spoilern uns sogar auf die Pokémon-Kämpfe an sich. Ja, das heißt, wenn die jetzt irgendwie ihr Chillock draußen haben, können wir unser Team dahingehend schon mal so ein bisschen vorbereiten, welches Pokémon wir jetzt nach vorne holen und mit welchen Pokémon wir antreten und wechseln und so weiter. Das heißt, es ist einfach, es wird uns halt einfach gemacht, wenn die Pokémon hier rumlaufen, ne? Man macht es uns hier einfach. Aber mein Gott, das ist der Pokémon-Weg. Und wenn die Trainer so dumm sind, ihre Pokémon rausholen, weil das ja voll sozial und so weiter ist, dann selber schuld. Was mir gerade so auffällt, lol, guck mal die Laternen. Die Laternenlampen sind einfach so wie Pokébälle gestaltet. Das ist voll cool. So, Level 39 Knogger. So langsam geht's aber hier los mit den Leveln. Oh mein Gott, was? Als ob der überlebt hat. Na gut, Nürni, beende es mit einem Blubstrahl. Ja. Spritz, Spritz, Spritz. Und Feierabend. Magneton, oi. Ja, wir haben die Ehre, mein Freund. Und da ist die... Könnten wir nicht sogar... Warte mal kurz. Jetzt ist ja die Frage. Ich meine, ich hau diese Info ja schon sehr spät raus und so, aber es gibt ja in diesem Spiel keine Fähigkeiten. Sowas wie zum Beispiel Schwebe oder so, oder? Das bedeutet, ich dürfte eigentlich einen Magneton treffen, obwohl das eigentlich keinen Sinn macht. Passt auf. Also wenn wir zuerst treffen sollten, aber ich denke mal schon. Ja, Lul. Und ich meine, du kannst eh nichts ausrichten, weil du, naja, vom, wobei er eine Stahlattacke drauf hat und die ist, glaube ich, auf Boden sehr effektiv oder so, kann das sein? Na, jedenfalls, ihr habt gesehen, eigentlich hätte er es nicht treffen dürfen, weil Magneton die Fähigkeit Schwebe hat, aber dadurch, dass es hier in diesem Spiel keine Fähigkeiten gibt,
um das Spiel noch weiter zu vereinfachen, trifft halt eine Bodenattacke gegen ein Schwebe-Pokémon. Sieh nur, sogar wenn es verliert, ist mein Pokémon noch unschlagbar niedlich. Oh ja. Oh fuck, es ist tot. Nein! Oh doch, du Schwein. Okay, die Frage ist jetzt, kommen wir doch nicht, also sind wir doch schneller durch als gedacht mit der Route? Tipps für Trainer, wenn du zwei Pokémon derselben Art mit identischem Level fängst, unterscheiden sie sich immer geringfügig in ihrem Potenzial. Wenn du sie fleißig trainierst, werden diese Unterschiede immer deutlicher. Ja, durch die DVs und IVs und so weiter. Anton, haben wir schon gefangen, oder? Haben wir schon einen Anton gefangen? Bruder, ich weiß es gar nicht so genau. Bruder, besser, wir fangen es jetzt. Besser ist das, Sirius. Oh, guck mal, selbst die Pokémon, die sind auf Level 37, Alter. Ich könnte die fangen in mein Team packen und sie wären vom Level her fast genauso stark wie meine Team-Pokémon. Oder vom Level her identisch. Was ist denn hier los, Alter? Aber dafür gibt es halt auch immer so lecker 500 EP, ne? Bei einem Fang. Und das schmeckt ja auch. Gerade bei einem fabelhaften Wurf kommen wir da immer so auf 500 EP oder so. Rechnen, Mann, geh doch rein, du Drecksvieh, Alter. Ich schwör, ey, ich rasier dich. Ich sperre schon die A- und B-Taste. Oder die, naja, Steuerkreuz-Taste. Es ist so ein Kackspiel. So, die Pokémon brechen viel zu häufig beim letzten... Nein. Die Pokémon brechen viel zu häufig beim letzten Tick aus. Das regt mich so auf, Mann. Jedes Mal. Ich meine, es ist eine gelbe. Es ist eine gelbe Fangfarbe, ja? Es ist natürlich nicht allzu leicht, das Pokémon zu fangen. Aber auch nicht schwer, weil gelb kommt nach grün so. Das ist ja nicht so, als wäre das ein oranges Pokémon oder keine Ahnung. Oder rot. So, wisst ihr, was ich meine? Das macht keinen Sinn. Und wir haben es schon gefangen, okay. Ich wollte nur kurz sicher gehen, ja? Okay, wo wir schon hier werden. Also wir sind vielleicht, also die Route streckt sich vielleicht so vom Laufweg her. Aber ich denke, von den Trainern geht das sogar ganz klar. Ja moin, noch ein Ponita. Ich habe übrigens auch mitbekommen, wie schwer es sein soll, einen Shiny Ponita zu bekommen. Ach je. So, der hat einen Rasaf am Start. Da würde ich an sich sagen, Pokéfreak drauf, fliegen und Feierabend. Das heißt, wir werden auch die Fliegenattacke zum ersten Mal in Aktion sehen. Sei ein Rebell! Und was mir jetzt auch gerade so auffällt, sie haben einfach die Motorradfahrer aus dem Spiel entfernt und dafür die Raufbolde genommen, oder? Bin ich da richtig informiert? Ist das so, ja? Nun denn! Und falls sich einige fragen, ob ich Lippenstift oder sowas auftrage... Nein, Bruder. Nein. Das Ding ist halt, meine Softbox... Er hält quasi meine Stirn so hart, dass halt hier so Farbunterschiede klar werden. Ich meine, als würde ich Lippenstift hier auf meinem, an meinem Hals auftragen, Alter. Natürlich, man kennt ihn doch, oder? Oder hier, an meinen Lippen. Nein, das ist einfach so, die Softbox erhält mein Gesicht so hart, dass quasi die weißeren Stellen halt heller werden. Und, naja, die etwas gefärbteren Stellen, wie die Nase zum Beispiel oder meine Lippen, roter werden. Röter. Gerötlicht. Rotlichtmilieu. Ihr wisst, was ich meine. Also nein, ich nutze keinen Lippenstift. Nein. Budingos, jetzt reiß dich mal zusammen. Was ist los bei euch? Benutzt du einen Lippenstift, Kai? Nein, Mann. Wie kommt ihr auf diese Idee? Ich meine, okay, so aufgrund der Farbe im Gesicht und so kann man davon schon irgendwo ausgehen. Aber was soll ich tun? Wenn ich mein... Ich kann euch ja mal zeigen, wie mein Facecam-Gesicht aussieht, ohne jegliche Farbfilter. So, ja. So sehe ich aus, oder so sieht das aus, wenn ich quasi durch die Softbox beleuchtet werde und nur, ja, den Chroma Key drin habe, also den Greenscreen-Rausschneid-Effekt. Ja, so. Das ist der Greenscreen-Effekt, also der Chroma Key. Das ist die erste Farbverbesserung. Das ist die zweite Farbverbesserung. Und ich finde, das ist voll okay. Klar sieht dadurch meine Lippe übelst rot aus. Aber besser als hier so ein blasser Twilight-Gangster zu sein. Wisst ihr, was ich meine?
Also reiß dich bitte mal zusammen. Ich kann auch nichts dafür. Also, ja. Beim Fangen von Pokémon solltest du stets in die Mitte des farbigen Rings zielen. Warte mal kurz. Bekommen wir überhaupt in diesem Spiel Angeln? Je kleiner der Ring ist, desto leichter wird es, einen guten Wurf oder einen großartigen Wurf zu erzielen und das Pokémon zu fangen. Ja, cool. Auf dem Pokémon-Weg kann man sich echt gut entspannen. Was? Oh, entschuldige, bin wohl eingenickt und weggedöst. Ich bin ein Trainer-Coach. Willst du etwa gegen mich kämpfen? Na schön, dann mal los. Yeah. Mal gucken, was für Pokémon er hat. Er hat 3 Stück und er fängt an mit Ivitak. Der gute alte Douglas. So, Pokéfreak, das war Glurak. Okay, das heißt Glurak gegen Ivitak. Wer wird gewinnen? Ich würde mal sagen, fliegen drauf und... Alter, als ob der Level 40 ist, Junge. Was ist denn hier los, Mann? Bruder. Wie die Levelkurve jetzt gerade ansteigt. Pokémon Let's Go ist so ein einfaches Spiel. Ja, am Arsch. So, man kennt ihn ja, ne? Das Spiel ist gerade sehr einfach. Komm, triff, triff, triff. Also, moin. Ah, kritisch. So, nochmal fliegen. Ich meine, ihr seht das ja hier. Das ist schon mal hier so ein Level 40er Trainer. Ja? Nachdem wir im letzten Part die Prismana City Arena gemacht haben. Also, es ist echt heftig, wie krass die Levelkurve ansteigt. Mir gefällt das. Besser als wenn jetzt Level 30 Trainer rumlaufen. Das heißt, man hat auch ein bisschen mehr, ich sag mal, Niveau hier. Aber heilige Scheiße, steigt die Levelkurve hier gerade an. Oh, so, Sandarma. Da packen wir Nöni raus. Also los, Nöni. Ich denke, da sollte noch ein Siedewasser reichen, wenn das Sandama nicht auf Level 41 oder so ist. Ah! Ach, Bruder. Lass es bitte trotzdem reichen. Ja, wunderbar. Level 40, 41, da müsste jetzt ein Level 42er Pokémon kommen, oder? Bibor. Käfer? Käferflug oder so? Ach komm, Pikachu, du machst das schon. Raus mit dir, mein Kleiner. Ja! Soll ich euch übrigens was sagen? Auch wenn ich hier und da mal sage, oh, Dreckspiel, Dreckspiel, es geht ja nicht darum, dass das ganze Spiel kaputt macht, so. Ihr wisst, ich übertreibe da immer so ein bisschen. Das Fangsystem ist halt ein bisschen kritisch, ne? Das Fangsystem ist halt in diesem Spiel relativ kritisch und so. Ich meine, ich werfe nach links, der Ball fliegt geradeaus so. Das ist keine Ahnung, wie ich das finden soll. Aber, worauf ich hinaus möchte, mir gefällt das Spiel jetzt schon besser als Pokémon Sonne und Mond und Ultrasonne und Ultramond zusammen. Ja, du bist echt stark. Ne? Also, ganz ehrlich, das hat echt Spaß gemacht. Hier, damit kannst du bestimmt auch was anfangen. Schlagbohrer. Vielen Dank, Sirius. In TM 58 steckt die Attacke Schlagbohrer. Das ist eine bohrende Attacke mit hoher Volltrefferquote. Vielen Dank, Mann. Okay. Also, ja, es klingt vielleicht komisch und so, aber ganz im Ernst, ich finde dieses Spiel besser als Sonne, Mond, Ultrasonne, Ultramond zusammen. Route 17 verbindet Prismar City mit Fuxada City. Sind wir schon mal Ausgang oder was? Sind wir jetzt schon fast fertig? Silberne Sananabären, 5 Stück. Vielen Dank. Die Frage ist, kann ich mal einem Pokémon von mir etwas Gutes tun? Ja, auf jeden Fall Glurak, der muss noch geheilt werden. Ich weiß nicht, wie ihr das als Zuschauer seht und die es nicht spielen. Da hängt ein Hinweis. Wirf nicht die Konsole, wirf lieber Pokébälle. Ja. Gut, dass dieser Tipp auch dann mal auf Route 17 kommt, so. Danke dafür. Ich meine, der Trick hätte oder dieser Tipp hätte auf Route 1 was zu suchen gehabt, aber nicht auf Route 17. Aber vielen Dank. Ich hätte fast meine Konsole geworfen. Wow. Auf diesem Weg laufen Menschen und Pokémon Seite an Seite. Ja, ich sehe es.
Ich saß, ich soß. Mhm. Es kann nicht schaden, mal ein bisschen ins Schwitzen zu kommen. Ah. So, ich glaube dann doch... Oh Gott, wir haben wieder 30 Minuten rum. Oh, das kann es doch nicht sein. Rudinius. Ach je. Aber ich würde an sich sagen, wisst ihr, das wird ein XXL-Part. Und wir machen den so lange, bis wir fertig sind. Weil, ganz ehrlich... Ich kann ja auch nichts dafür, dass sich die Pokémon-Trainer hier so weit strecken und auch die Kämpfe so strecken. Von daher gesehen, ja, werde ich da halt, denke ich mal, einen kleinen XXL-Part für euch aufnehmen. Das war ein harter Kampf. Wer jetzt noch hier am Start ist, schreibt mal Hashtag Pokémon-Mulm. Also nur Hashtag Pokémon. Würde mich mal interessieren, wer hier noch zuschaut. Na, aber ich bin halt echt der Meinung, so Pokémon Sonne und Mond und Ultrasonne und Ultramond waren okaye Spiele. Es waren okaye Pokémon-Spiele, ja. Waren ganz okay, waren gut. Aber ich finde allein jetzt schon, so, das Spiel ist nicht mal fertig und ich finde, dass dieses Spiel jetzt schon übelst rasiert. Es macht ultra Spaß und meine Kritik, die ich auf Twitter geäußert habe, von wegen, es wäre besser, wenn Masuda seinen Entwicklerjob an den Nagel hängt, weil er hat ja auch damit geliebäugelt, ich sag mal, zurückzutreten als Pokémon-Präsident. Ich glaube, es war zu etwas zu vorschnell gesagt. Klar, ich würde mir schon wünschen, dass das nächste Pokémon-Spiel etwas anders aussieht, aber ganz ehrlich, ich finde dieses Pokémon-Let's-Go-Prinzip bringt es bitte öfter. Mit der Johto-Region, mit Höhen, mein Gott, mit Sinnoh. Dann haben auch die ganzen Sinnoh-Fans, was sie wollen. Gönjamin. Mach das. So gutmütig wie du aussiehst, sollten meine Chancen nicht schlecht stehen. Ja. Aber ich finde ganz ehrlich so, die Let's Go-Serie als eigene Serie, wirklich sehr gut. Sehr, sehr gut. Besser als einige Hauptspiele aus Pokémon. Hm, lul. Also auf jeden Fall besser als Sonne und Mond, Ultrasonne, Ultramond. Safe. Da brauche ich nicht 2 Sekunden überlegen. Klar, ich finde, die Hauptspiele und das Hauptspiel, das nächstes Jahr rauskommt, sollte nicht so aussehen. Klar kann man, also... Jetzt, ne, es sollte halt kein Let's-Go-mäßiges Spiel werden. Ich finde, man könnte halt ruhig das Pokémon-System übernehmen, dass die Pokémon halt nicht zufällig zu finden sind. Jetzt habe ich vergessen, was für ein Pokémon kommt. War das ein Pflanzen-Pokémon? Keine Ahnung. Man kann einige, ich sag mal, Systeme oder einige Prinzipien dieses Spiels auf das nächste Pokémon-Spiel, Hauptspiel übertragen. Wie halt zum Beispiel, dass die Pokémon auf der Overworld rumlaufen und man halt die Wahl hat, sie zu fangen oder nicht oder gegen sie zu kämpfen. Darauf kommen wir dann gleich noch. Aber ganz ehrlich, wenn man dieses Prinzip so übernimmt aus Pokémon Let's Go, dass die Pokémon-Kämpfe nicht mehr random encountered werden, sondern halt eben... dass die Pokémon frei auf der Overworld rumlaufen und man halt die Wahl hat, ob man sie bekämpfen oder fangen möchte. Das wäre halt relativ nice. Apropos Fangen. Das Fangsystem bitte wieder normalisieren. Ich mag das Fangsystem in diesem Spiel relativ. Es ist okay. Autsch. Es ist okay. Aber bitte, wenn weitere Pokémon Let's Go Spiele kommen, macht das für diese Spiele, aber nicht für das nächste Pokémon Hauptspiel. Da würde ich halt lieber einen A-Knopf drücken und das Pokémon fangen,
anstelle den Ball mit den Joy-Cons zu werfen. Außerdem lasst mich auch bitte gegen die Pokémon kämpfen, statt sie nur fangen zu können. Und nicht dieses behinderte System von wegen, ja, hier, du musst erstmal das Pokémon bekämpfen oder besiegen, damit du es fangen kannst. Das finde ich schwachsinnig. Aber ansonsten, macht es bitte so. Ja. Dass man die Pokémon, die wilden Pokémon wieder bekämpfen kann und dann immer die Wahl hat, sie zu fangen oder nicht. Was halt meines Erachtens viel, viel besser ist. Ja, wenn du die Pokémon schwächen kannst und irgendwie paralysieren kannst, um die Fangrate zu erhöhen oder die Fangwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ja, klar, da machen die Bären ja hier auch irgendwo einen Unterschied. Das ist natürlich ganz klar. Die Bären hier haben ja auch ihren Sinn und Zweck. Oh Gott, Alter. Bei den Bären ist es in diesem Spiel ja so, oh Gott, es hat getroffen, ey. 95% Wahrscheinlichkeit, die killt mich noch irgendwann. Mhm. Klar, die Bären tun hier auch ihren Teil. Und sind auch Grundbedingungen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass das Pokémon eher in den Ball reingeht oder eher, wahrscheinlich gefangen wird, weniger rumzappelt und so. Aber ich finde, da bin ich mit dem alten System besser aufgehoben. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich halt erstmal irgendwie eine Paralyse mache, dass das gegnerische wilde Pokémon paralysiere und dann irgendwie die Fangwahrscheinlichkeit erhöhe oder es auf den Rotbereich sinken lasse und es dann quasi fange. Wisst ihr, was ich meine? Finde ich persönlich besser. Aber ja, ansonsten, das System aus den allen sechs Regionen übernehmen. Arenaleiter, große Region und so. Und macht einfach das, was ihr halt immer gemacht habt, bevor Pokémon Sonne und Mond entstanden ist. Und fügt halt auch das ein, dass die wilden Pokémon hier auf dem im hohen Gras oder in den Gebieten wild herumlaufen. Bitte übernehmen. Ansonsten alles das, was wir von damals schon kennen und kannten, auch wieder übernehmen. Das, was ihr in Sonne und Mond gemacht habt, bitte verwerfen. Natürlich brenne ich, da deine Mutter brennt. Aber natürlich brennt Voldona natürlich nicht. Ist klar. Ach, Bruder. Man kennt's. Das ist ein bisschen meine Meinung. Also, das nächste Pokémon-Hauptspiel kann gerne wieder so werden wie die Hauptspiele der ersten sechs Generationen. Von Kanto bis Kalos. Ich bitte darum. Aber ansonsten, ja, fügt noch ein paar Sachen ein, die hier in Let's Go entstanden sind, wie zum Beispiel dem freien Pokémon rumlaufen, Gedöns. Und da bin ich schon zufrieden. Das würde für mich einfach eine perfekte Region ausmachen. Auf diesem Weg laufen Menschen Seite an Seite. Ja, 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 wir kennen das. War es das dann hoffentlich jetzt gerade? Route 18. Gut, ich glaube, wir sind durch. Ja, sind wir. Alles klar, dann. Pudingos, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Grafisch gesehen könnte natürlich das neue Pokémon-Hauptspiel etwas besser aussehen als das hier. Die Switch hat mehr drauf, als das hier darzustellen. Deswegen, das Spiel könnte etwas hübscher werden. Und von daher, ja, das ist so ein bisschen meine Meinung. Wie ist eure? Schreiben Sie in die Comments. Und ansonsten
sorry für den überlangen Part, aber die, die halt bis hierhin geschaut haben, vielen, vielen Dank. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr neu seid. Und hauen sie rein!